Ja, ich sie liebe. Schon wieder die Maria-Nummer. Wie oft hast du sie inzwischen erzählt? Ich tippe auf 560. Ich erhöhe auf 1028. Ich mag ja die Stelle, in der es um die Ovayas geht. Ich die mit dem Ball. Aber was hat das mit dem Schluss der Sendung zu tun? Naja, frage ich mich auch. Ja, ist doch ganz offensichtlich. Das Ende muss sein, wenn Bubi nur auf die anderen Vögel hört und nicht an sich selbst glaubt, dann lernt er nie fliegen. Uno will, dass alle Darsteller mit der Probe anfangen. Alle in Kostüm, da lang, alle Autoren, schreiben. Also los. Wo warst du eigentlich? Rat mal, wen ich auf der Straße getroffen habe. Wanda. Wanda, den Wal? Wanda, den Aal. Die ist unglaublich dünn geworden. Die hat so eine neue Diät gemacht. Muss ganz super sein. Man kann essen, was man will. Es kostet nichts und Spaß macht's auch. Ich habe mich nächste Woche mit ihr verabredet. Dann kann ich sie ein bisschen ausrauchen. Schon wieder diese Diätnummer. Wie oft hatten wir das Thema denn eigentlich? 48 Mal. Klappe. Natürlich brauche ich eine Diät. Guck doch mal hier. Fett, fett, fett. Sieht aus wie immer. Eben, fett. Sigi, findest du Paulas Hintern zu fett? Also, ich müsste ihn anfassen, um es genau zu sagen. Probier's und du bist tot. Du findest dich zu dir. Guck doch mal mich an. Hey, guck mal. Ich kann den Bauchnabel verschwinden lassen. Man sagt doch froh, hier Spargel, da Spargel. Hey, Kinder, macht's gut! Warum? Wieso? Weshalb? Warum? Wer nicht fliegt, bleibt dumm! Hey! Kann mir vielleicht endlich mal jemand Schnitt sagen? Schnitt! Kann mich mal jemand aus diesem Ding rausholen? Schneller! Bin ich denn hier nur von Idioten umgeben? Ja, so, so, so. Ja, gut, danke. Vielen Dank. Danke, danke. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Wer zum Teufel hat das geschrieben? Wir. Gar nicht schlecht. Wirklich ziemlich gar nicht schlecht. Ja, sag ich doch. Gar nicht schlecht. Ich will noch drei solche Geschichten. Bis morgen. Aber es ist schon nach 7. Hat hier irgendjemand irgendwo mit irgendein Problem? Nein, nein. Paula wollte nur sagen, wie gut, dass wir doch die ganze Nacht haben. Um uns was ganz besonders Tolles auszudenken. Ja. Genau das wollte ich hören. Ja. Ich habe 2 Kilo zugenommen. Ich verstehe das nicht. Ich habe so viel gemacht. Noch ein Bier? Ein großes? Lass sie doch das Fett absaugen. Es saugt und bläst der Einzelmann, wo Mutti sonst nicht reichen kann. Sehr gut. Könnt ihr mal bitte ernst bleiben? Es geht hier schließlich um meine Traumfrau. Alter, ist ein neuer. Los, Quiekenraten. Ich hab's. Elton John. Nee, Quatsch, Niki, das ist hier Modern Talking. Wie geht's? You're my heart, you're my soul. Eine Bier für Paula, bitte. You're my heart, you're my soul. I can't even say where I can. Das mit dem Fitnessstudio, das hätte ich dir gleich sagen können. Hier, ich gehe 2x die Woche und? Toll, du kannst dein Bauchnabel verschwinden lassen. Ja, super. Ich war noch nicht fertig mit meinem Problem. Paul, ich wiederhole mich ja nicht gerne, aber Aussehen ist nicht alles. Ich wiederhole mich auch nicht gerne, aber du bist mit Waschbrettbauch Max zusammen. Eben. Und wenn dein Hintern wie Paula mit einem Waschbrettbauch wie Max zusammen ist, dann kannst du es ja wohl auch. Noch ein Wort über deinen Hintern und ich bin tot? Hey, Süße, was ist mit deinem Hintern? Hallo, Max. Max. Können wir? Ja, klar. Na, immer schön kreativ. Jo. Ja. Jo. Wir machen uns gerade kreative Gedanken, wie Paul abnehmen könnte. Ja, und das ist ja nicht so einfach. Er hat ja ziemlich schwache Knie. Schwache Schultern. Schwache Ellenbogen. Schwache Waden. Schwachen Willen. Sag mal, wie wär's denn mit Rollerbladen? Ja, das empfehle ich immer allen Anfängern. Rollerbladen. Ja, das ist ein großartiges Training. Verbrennt optimal Körperfette. Rollerbladen. Das schaffe ich.